wo die Virtualisierung heute steht, welche Funktionen Virtualisierung heute bietet und die wichtigsten Aussagen in dem Umfeld, die immer wieder mitgenommen werden, ist, dass Server-Virtualisierung Standard ist im Endeffekt. Das heißt, es ist nicht mehr eine Frage, wird virtualisiert, sondern was virtualisiert man alles. Und eben jetzt nach der klassischen Server-Virtualisierung ist der nächste Step eben das Thema Desktop-Virtualisierung mit anzugehen und an der Stelle die gleichen Funktionen, die die Plattform für Server-Services anbietet, jetzt eben auch im Desktop-Umfeld abzubilden und damit die Grundlage zu schaffen, eben zentralisierte Desktops im Rechenzentrum zu betreiben. Das ganze Spektrum, was auch hier auf der Seebett vertreten ist, also klar auch vom Endkunden, der sich vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung Workstation-Virtualisierung erkundigt, also da geht es ja Thema vor allem Workstation oder Fusion, aber auch natürlich Firmen, kleine und größere Firmen, vom Administrator bis hin im Prinzip zum IT-Entscheider, die sich hier erkundigen und schauen, was gibt es denn Neues am Markt oder wo steht man heute. Aber der Trend geht sicherlich dorthin zu sagen, Applikationen, wo und wie die betrieben werden, ist eigentlich vollkommen nicht mehr wichtig. Wichtig ist nur noch, dass sie funktionieren, dass sie da sind. Also im Prinzip so ähnlich, ein typisches Beispiel, iPhone. Jeder weiß, okay, es ist ein iPhone. Jeder weiß, da gibt es Applikationen drauf. Was für ein Betriebssystem da unten drunter läuft, interessiert keinen mehr, weiß keiner mehr. Wie die Applikationen drauf kommen, sind ein paar Mausklicks in dem Sinne oder ein paar Touchscreen-Klicks im Endeffekt. Und genauso stellen wir uns im Endeffekt das Thema auch vor, dass die Cloud und dass damit die Applikationen dort bereitgestellt werden, dass in Zukunft aussehen. Und die Devices, wo man arbeitet, werden vielfältig sein. Ob das mein Smartphone ist, was ja heute schon sehr viele von diesen Funktionalitäten im Prinzip anbietet, über browserbasierenden Access auf einzelne Applikationen, oder ob das im Endeffekt irgendwie Tablet-PCs sind oder SYN-Clients, die man halt im Office stehen hat, damit ich meine Verbindung ins Netzwerk bekomme. Aber ich denke mal, das werden so die richtungsweisenden Endgeräte der Zukunft werden, Applikationen bereitzustellen, egal wo ich bin.